Hallo und herzlich willkommen beim Messprofi Service. Damit du dich im Rotationslaser-Dschungel besser auskennst, erkläre ich dir die unterschiedlichen Arten von Rotationslaser und gehe auf die verschiedenen Funktionen ein. Viel Spaß! Wenn es um Rotationslaser geht, dann sind vollautomatische Rotationslaser gemeint. Das ist heutzutage der Standard. Einen vollautomatischen Rotationslaser schaltest du ein und er beginnt sofort mit der Selbsthorizontierung. Das heißt, egal ob der Rotationslaser leicht schräg steht, bis zu einem gewissen Bereich horizontiert er sich perfekt selber. Rotationslaser kann man in folgende Arten unterteilen. Bei den Rotationslasern unterscheidet man zwischen Horizontallasern und Horizontal- und Vertikallasern. Horizontallaser können, wie der Name schon sagt, nur in der Horizontalen verwendet werden, wohingegen die horizontalen Vertikallaser auch in der Vertikalen eingesetzt werden können. Zurück zu den Horizontallasern. Hierbei gibt es Rotationslaser ohne Neigungsfunktion, das sind die einfachen Modelle, und es gibt Rotationslaser mit Neigungsfunktion. Hierbei unterscheidet man dann auch wiederum in Laser, die in beide Richtungen geneigt werden können, oder aber Laser, die nur in eine Richtung geneigt werden können. Jeder Rotationslaser besitzt zwei Richtungen, einmal die X- und einmal die Y-Richtung. Und je nachdem, was für einen Lasertyp man hat, kann man in eine Richtung neigen oder in beide Richtungen. Bei den Neigungsfunktionen gibt es Laser mit manueller Neigungseinstellung und aber auch Laser mit Neigungsfunktion, bei denen die Neigung in Prozent eingegeben werden kann. Links unten einen einfachen Rotationslaser mit Neigungsfunktion und rechts unten einen Rotationslaser, bei dem die X- und Y-Achse geneigt werden kann, indem konkret eine Prozentangabe hinterlegt wird. Auf der rechten Seite kommen wir nun zu den Horizontal- und Vertikallasern. Wie der Name schon sagt, können die nicht nur horizontal, sondern auch vertikal eingesetzt werden. Und hierbei unterscheidet man ebenfalls zwischen Lasern mit und ohne Neigungsfunktion. Bei Lasern mit Neigungsfunktion ist in der Regel so, dass nur eine Richtung geneigt werden kann. Die andere Richtung wird dann selbst nivelliert. Und auch hier wiederum gibt es Laser, bei denen die Neigung manuell eingestellt wird. Und auch Lasern, bei denen die Neigung über eine Prozenteingabe eingegeben werden kann. So, dann gehen wir mal die einzelnen Lasertypen durch. Wir beginnen bei den Horizontallasern ohne Neigungsfunktion. Man sieht bei der Grafik hier, wir können keine Neigung eingeben, wir arbeiten nur in der Horizontalen und haben dann im Umkreis von dem Rotationslaser überall unsere Referenzhöhe. Solche Laser sehen typischerweise so wie abgebildet aus, häufig nur mit einem Knopf, ganz einfache Bedienung, einschalten, Rotationslaser nivelliert sich selber und man kann sofort arbeiten. Wie gesagt, ein Knopfbedienung und meistens noch eine Statusanzeige in Form von einer LED. Gehen wir weiter zu den Rotationslasern für die Horizontale mit Neigungsfunktion und nun eine Neigungsfunktion in nur eine Richtung. Wir sehen auch hier wiederum unseren Laser, der hier in der Ebene steht. Es ist eine Achse geneigt und wir bekommen dann ein Gefälle in eine Richtung, wie hier dargestellt. Auch hier wiederum den ein oder anderen Vertreter dargestellt. Einmal mit manueller Neigungseingabe und einmal mit einer digitalen Prozentneigungseingabe. Rotationslaser, die sich sowohl in X- und Y-Richtung neigen können, werden auch als Zweiachs-Neigungslaser bezeichnet. Man sieht hier in dieser Skizze rechts, dass die Neigung sowohl in einer Achse in der X-Richtung als auch die Y-Richtung geneigt ist. Im Endeffekt ist es dann eine Neigung in der Diagonalen, kann man sich so vorstellen. Auch hier habe ich dir wieder den ein oder anderen Vertreter vom Markt mit aufgeführt. Zum einen Neigungslaser mit manueller Eingabe und zum anderen Rotationslaser mit digitaler Prozenteingabe als Neigung. Jetzt kommt noch ein kleiner Exkurs zum Thema manuelle Neigung einstellen. Hast du einen Rotationslaser, bei dem keine Prozenteingabe möglich ist, du aber trotzdem eine gewisse Neigung einstellen möchtest, ist das natürlich gar kein Problem. Du brauchst einen Rotationslaser, stellst ihn auf, schaltest ihn ein. Und ganz wichtig ist, dass du den Rotationslaser entsprechend ausrichten musst, in die Richtung, in die die Neigung sein soll.
Das heißt in unserem Beispiel die X-Richtung. Stell dir vor, du pflasterst jetzt nun deine Hofeinfahrt und möchtest entlang dieser Hofeinfahrt ein Gefälle von 1% einstellen. Wir rechnen jetzt mit vereinfachten Zahlen. Das heißt, du entfernst dich ca. 10 Meter weg von deinem Rotationslaser in die Richtung, in der das Gefälle eingestellt werden soll, und stellst die Messlatte auf die Referenzhöhe des Lasers ein. Im nächsten Schritt verschieben wir den Empfänger 10 cm weiter nach unten. Wie gesagt, wir rechnen jetzt mit vereinfachten Werten. 10 cm wird der Empfänger nach unten geschoben und wir versuchen nun durch manuelle Eingabe die Referenzebene eben wieder auf den Empfänger, auf den Mittelpunkt des Empfängers zu bekommen. So, haben wir das geschafft, dann sind wir eigentlich auch schon fertig, weil bei einer Entfernung von 10 Meter und einer Höhendifferenz von 0,1 Meter, also 10 Zentimeter, haben wir genau ein Gefälle von 1% eingestellt. Und so kannst du das Gefälle mit 1%, 2%, 5%, 10% einstellen. Nun noch Beispiele für Vertikallaser. Hier im einfachsten Fall ein Vertikallaser ohne Neigungsfunktion am Beispiel eines Geofennels und man sieht, dieser Laser spannt eine Hochkantebene auf. Gehen wir einen Schritt weiter, dann sind wir bei den Vertikallasern mit Neigungsfunktion. Hier gibt es in der Regel aber nur eine Richtung, die geneigt werden kann und die andere Achse wirkt dann oder arbeitet selbst nivelliert. Auch hier wiederum gibt es die Möglichkeit der manuellen Neigungseingabe oder aber der digitalen Eingabe als Prozentwert. Neben den erwähnten Hauptfunktionen wie Horizontalbetrieb, Vertikalbetrieb und Neigungsfunktionen gibt es noch weitere Funktionen, die ich jetzt noch kurz erläutern werde. Die Funktionen haben unterschiedliche Namen, je nach Hersteller, sind aber eigentlich identisch. Hier kurz die Funktion nochmal zusammengefasst. Punkt Nummer 1, die Tilt-Funktion. Falls du versehentlich oder irgendjemand versehentlich an das Stativ des Rotationslasers stößt, dann sorgt die Tilt-Funktion dafür, dass der Rotationslaser stoppt und diese Veränderung der Position auch durch schnelles Blinken von irgendwelchen LEDs dir mitteilt. Funktion Nummer 2, die Windy-Funktion oder VWS, Vibrations-Windschutz. Es kann sein, dass durch stärkeren Wind sich der Rotationslaser permanent nachjustieren muss, weil er leichten Bewegungen ausgesetzt ist. Das kann einmal, wie gesagt, durch Wind sein. Das kann aber auch durch Baumaschinen sein, die sich in der Nähe bewegen. Durch die Windy- oder VWS-Funktion kann die Empfindlichkeit deines Rotationslasers herabgestuft werden, sodass der Rotationslaser weiterläuft und nicht permanent den Laserstrahl unterbricht, weil er sich nachregeln muss. Funktion Nummer 3, die Scan-Funktion. Mit der Scan-Funktion kann die rundum laufende 360-Grad-Rotationslinie oder Laserlinie verkleinert werden in kleinere Abschnitte, beispielsweise 10 Grad, 20 Grad, 40 und so weiter, je nach Hersteller verschieden. Dadurch ist natürlich die Laserlinie viel, viel deutlicher sichtbar, wie wenn der Rotationslaser permanent umläuft. Gleichzeitig kann durch die Scan-Funktion auch verhindert werden, dass andere Kollegen auf der Baustelle geblendet werden, beziehungsweise dass die falsche Höhen bekommen, weil sie versehentlich deinen Laserstrahl einfangen. Funktion Nummer 4, der Ausblendmodus oder die Bereichsabschaltung. Ähnlich wie beim Scan-Modus kann durch die Bereichsabschaltung können gewisse Teilsegmente des umlaufenden 360-Grad-Kreises ausgeblendet werden. Somit, wie auch beim Scan-Modus, kann verhindert werden, dass andere Teilnehmer auf der Baustelle geblendet werden und dadurch falsche Höhen bekommen. Im Vergleich zum Scan-Modus erhöht sich durch die Ausblendung die Sichtbarkeit des Laserstrahls nicht. Punkt Nummer 5, die Rotationsgeschwindigkeit. Bei vielen Lasern kann die Rotationsgeschwindigkeit zwischen 0 Umdrehungen pro Minute, also stehender Punkt, bis 800 Umdrehungen pro Minute eingestellt werden. Warum ist das wichtig oder warum kann das hilfreich sein? Kleine Umdrehungen pro Minute erhöhen die Sichtbarkeit des Laserstrahls. Hohe Umdrehungszahlen sind wichtig für den Einsatz mit Maschinenempfänger. Funktion Nummer 6, die Tracking- oder Align-Funktion. Das ist eine Funktion, bei der der Laser mit dem Empfänger kommuniziert. Der Laser sucht sich selbstständig die Höhe des Empfängers. Jetzt, wofür kann es wichtig sein? Zum einen, um beispielsweise Gelände auszumessen, welche Gefälle haben wir in dem Gelände, da der Laser selbstständig die Empfängerhöhe findet, oder aber für Fluchtungsarbeiten auf oder an Schnurgerüsten.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben freuen. Hinterlass mir auch gerne eine Frage oder dein Feedback unten im Kommentarfeld. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Mach's gut und pass auf dich auf, dein Team von Messprofi Service.